Wie jedes Jahr bleibt das Hantenjoch, die direkte Verbindung zwischen dem Lechtal und dem oberen Inntal, in den Wintermonaten gesperrt. Die von Imst nach Elmen führende 29 km lange Passstraße ist aufgrund der Schneemengen und Witterungsverhältnisse meist zwischen November und April bzw. Mai nicht befahrbar. Um die wichtige Strecke ins Lechtal nicht länger als unbedingt nötig geschlossen zu halten, arbeitet die Straßenmeisterei des Landes Tirol jedes Jahr aufs Neue mit Nachdruck an der Räumung der Straße. Wir haben Hartmut Neurauter von der Straßenmeisterei Zams auf seinem täglichen Kampf mit den Extremen auf knapp 1900 Meter begleitet. Ja, wir sind am Hantenjoch. Wie schaut es denn aus? Wann kann man damit rechnen, dass heuer aufgemacht wird? Wie ist die aktuelle Lage? Ja, die aktuelle Lage ist ja so, dass im Bereich Maldonalm eigentlich die große Lawine, die jährlich kommt, noch nicht abgegangen ist. Und jetzt warten wir mal noch zu, wie es sich am Wochenende entwickelt. Also sollten wir die Freigabe der Lawinenkommission bekommen für den letzten Bereich von der Maldonalpe bis zum Hantenjoch, ist nur mal mit Fräsarbeiten zu rechnen. Und da hoffe ich, dass es in 2 bis 3 Tagen soweit sein sollte, nach der Fräsung, dass die Straße geöffnet wird. Wie intensiv und aufwendig ist denn so diese Schneeräumung am Hantenjoch? Ja, die Intensität hängt natürlich immer wieder von den Winter ab. Wobei, wir haben jetzt das 9. Jahr, wo wir die Öffnung machen. Und da ist es eigentlich immer vom Ablauf gleich. Die Lawinenstriche seien voll. Und da ist die Herausforderung, je nachdem, wie groß die Lawinen seien, sie seien teilweise bis zu 7 Meter hoch. Und das ist noch schon intensiv in der Feldstrecke, weil man da natürlich den Raum für die großen Geräte nicht zur Verfügung hat. Das ist noch schon sehr intensiv, gerade in die Feldstrecken. Passend dazu, welche speziellen Herausforderungen auf so einer Passstraße bringt denn so die Räumung mit sich? Ja, die Herausforderung liegt in erster Linie darin, dass die örtliche Lawinenkommission die Entscheidung treffen muss, dürfen wir rein oder nicht. Also die Herausforderung liegt da eher bei der Lawinenkommission. Unsere Herausforderung sei eher, sage ich mal, ja, wir seien erfahren, wir wissen, wie es kommt, wir haben immer die gleiche Partie da. Also für uns ist das eigentlich schon das tägliche Brot. Gibt es bestimmte Abschnitte auf der Straße, die besonders schwierig zu räumen sind und wie wird das dann gemanagt? Die schwierigen Strecken seien die beiden Feldstrecken mit den großen Rinnen und der geringen Platzgegebenheit. Aber das wird bewältigt, indem dass man das abschnittsweise von oben nach unten mit der Fräse abbaut und so eigentlich das die Bereiche sind, die die größte Herausforderung darstellen. Können Sie uns ein paar Zahlen und Fakten nennen, wie viel Schnee so insgesamt weggeräumt wird? Wie hoch war der Schnee so in Spitzenjahren? Wie hoch sind so die durchschnittlichen Kosten im Jahr? Die Schneehöhen sind natürlich schwierig zu sagen, weil wir natürlich abschnittsweise von der Lawinenkommission freigegeben werden. Die Schneemengen und Schneehöhen in der Lawinenstriche, wie ich schon gesagt habe, ca. 7 Meter am Einschnitt. Und auf der Straße, der letzte Bereich, immer wieder bei der Maldonalm, das ist so im Schnitt, bis wir oben sind, um die 2 Meter Schnee, was noch zu fräsen sind. Die Kosten, die belaufen sich circa für die Räumung auf 80.000 Euro im Jahr. Und wobei da ungefähr circa 500 Stunden auf die Spezialfirma für der Felsräumung sich belaufen und mit dem eigenen Personal, mit den Straßenmeistereimitarbeitern können wir ca. auf 1000 Stunden
bis die Straße geöffnet und freigegeben werden kann. Was für Maschinen und Ausrüstungen werden für die Schneeräumung eingesetzt oder überhaupt für die Räumung? Gibt es da spezielle Fahrzeuge? Für die Straßenräumung der Passöffnung seien zwei Radlader im Einsatz, ein kleiner und ein großer, den wir im Winter im Adelberg stationiert haben, mit der Monoblockfräse, die eigentlich einzigartig bei uns im Landesstraßendienst in Tirol ist. Die haben wir jetzt die letzten Jahre in Einsatz gebracht, weil da die Leistung sehr groß ist und dass wir da relativ viel Schnee beseitigen können. Dabei ist nachher noch meistens ein bis zwei Bagger, eine Kehrmaschine, ein Waschwagen und ein Radlbagger für die Dammherstellung im Randbereich. Wie lange dauert es so üblicherweise, bis die Straße nach dem Winter wieder vollständig geräumt und für den Verkehr geöffnet ist? Die Zeit für die Räumung, wenn wir dranbleiben können, es ist natürlich immer abschnittsweise, aber wir gehen davon aus, von der Freigabe bis zur Eröffnung im Schnitt, je nach Erfahrung, was wir jetzt haben, bis zu einem Monat. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind während der Räumungsarbeiten getroffen worden? Weil es ist ja nicht ganz ungefährlich, vermutlich, da zu arbeiten. Ja, die Sicherheitsmaßnahmen, da, wie gesagt, ist in erster Linie die Lawinenkommission, die für uns die Sicherheit darstellt, dass es lawinensicher ist. Auf jeden Fall Helmpflicht wegen Steinschutz, Starkschutz. Und wichtig ist für uns die Lawinensituation, dass das zu 100% sicher ist. Und das funktioniert sehr gut. Es sind viele Rinnen, wo die Lawinenkommission sagt, bitte bleibt mal da draußen, macht nur die Kuppen. Und das ist eigentlich der wichtigste Sicherheitsaspekt, dass die Lawinensituation sicher ist. Welche Vorbereitungen werden denn getroffen, um die Straße nach der Räumung vor möglichen Lawinenabgängen noch zu schützen? Beziehungsweise ist es schon mal passiert, dass einmal eine Lawine runtergekommen ist nach der Öffnung? Also die Sicherheit durch die Lawinen war in diesen letzten 9 Öffnungen war es nie der Fall, dass eine Lawine nach der Straßenöffnung abgegangen ist. Und da ist eigentlich die Sicherheit geht vor bei der Lawinenkommission. Sie schauen natürlich aus Erfahrung, sind die Lawinen, die letzten abgegangen sind, seien sie unten und somit ist es eigentlich schon sicher. Wie werden die Räumungsarbeiten koordiniert und durchgeführt? Gibt es da einen festen Zeitplan oder hängt dann doch alles vom Wetter ab? Also die abhängig ist es natürlich vom Wetter. Wir als Straßenmeisterei und ich als Straßenmeister kontaktieren je nach Winter- und Wettersituation ca. im März die Lawinenkommission mit der Bitte um Begutachtung. Die Lawinenkommission macht nachher die Begutachtung und kriegen dann abschnittsweise frei zur Räumung. Und das kann natürlich schon im unteren Bereich gleich im März sein. Und so geht es halt abschnittsweise weiter und hin. In der Zeit, wo Sie jetzt da arbeiten, hat es da irgendwelche speziellen Geschichten oder Erlebnisse gegeben, an die man sich erinnert? Ja, eigentlich ist jede Öffnung, schreibt ihre eigene Geschichte. Ist immer spannend für uns und meine Mitarbeiter. Was erwartet uns am Handenjoch? Wie ist das Schadensausmaß? Wie groß ist die Lawine, wo letztes Jahr nicht so groß war, wie ist sie heuer? Also ich denke, jede Öffnung schreibt ihre eigene Geschichte. Wie hat sich so die Schneeräumungs- und also Räumungstechnologie im Laufe der Jahre entwickelt? Wie hat sich die Effizienz der Arbeiten verbessert und wie wird diese Entwicklung weitergehen? Die Technik hat sich so hin entwickelt, dass die Geräte und die Maschinen immer größer werden. Wie ich schon gesagt habe, wir haben eigentlich den Radlader vom Adelberg die letzten 5 Winter runtergetan, den hat es früher nie gegeben. Hat man immer mit dem kleinen Radlader gelöffelt. Also die Geräte werden größer, effizienter, stärker und somit auch schneller. Gibt es eigentlich gewisse Umweltaspekte oder ökologische Überlegungen im Zusammenhang mit der Räumung, so in Bezug auf den Umgang mit Schnee und Eisrückstände und so weiter?
Schnee- und Eisrückstände seien eigentlich nach der Öffnung keine mehr vorhanden. Umweltaspekt ist sehr schwierig zu beurteilen. Ich sage, man schaut natürlich, dass man so wenig wie möglich die großen Geräte einsetzen muss. Aber es ist unweigerlich, und dass man die schnelle Öffnung hat, braucht man natürlich die Geräte. Und wenn man fertig hat, ist eigentlich keine Rückstände an Schnee und Eis mehr. Kann man eigentlich im Zuge der jährlichen Räumung gewisse Änderungen hinsichtlich des Klimawandels erkennen? Ja, eigentlich da am Hand und Joch kann ich da das nicht so feststellen. Es sind circa die Sperren im Winter ziemlich zeitgleich, wo ich sage, der Winter beginnt immer so Mitte Dezember und die Öffnungen also Mitte Mai. Wir sind da immer sehr gleich. Es hat eine Öffnung gegeben, das war der 14. Juni. Das war der späteste Termin und der früheste Termin, der 30. April. Aber wir haben da eigentlich immer die gleichen Voraussetzungen. Also ich könnte nicht sagen, dass die Klimaerwärmung da eine Rolle spielt. Das Hampton Joch ist natürlich im Sommer dann geöffnet. Wie schaut es da hinsichtlich Wartung und Reinigung aus? Ja, der Sommer ist auch für uns, sage ich mal, eine sehr intensive Jahreszeit für die Betreuung der Hampton Joch-Straße. Es gibt seitens der Straßen meist drei täglich morgens, auch Wochenende und Feiertag Kontrollfahrten durch Mitarbeiter der Straßen meist Rezams. Es ist ja ein Moorwarnsystem installiert mit Ampelschaltung. Und da würde ich auf die Fahrzeuglenker appellieren, diese Rotschaltung auch zu befolgen. Es ist immer wieder auffallend, dass viele Leute trotz Rotschaltung das missachten. Und wir haben große Moorgefahr und Bitte um Einhaltung der Rotschaltung. Bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Es hat Gott sei Dank keine Verletzungen gegeben. Aber es ist eine Hochalpenstraße und man sollte die Rotschaltung auf jeden Fall beachten. Die Bemühungen der Straßenmeisterei sind entscheidend, um die Sicherheit auf dieser kurvenreichen und steilen Strecke am Hampton-Joch zu gewährleisten. Denn die Passstraße lockt nicht nur Motorradfahrer und Radrennfahrer an, sondern ist auch ein beliebtes Ziel für Touristen und Naturliebhaber, die die spektakuläre Berglandschaft erleben möchten. Vorrangig ist die Straße aber natürlich wichtige Verbindungsstraße für die Bewohnerinnen und Bewohner des Lechtals, um in den Sommermonaten schneller ins Inntal zu kommen. Diese Bedeutung ist sich Hartmut Neurauter von der Straßenmeisterin Zams natürlich bewusst. Ja, also wir sind schon stark daran interessiert seitens der Straßenmeisterei, dass wir die Hampton-Joch-Straße so schnell wie möglich für den Verkehr freibringen. Sicherheit geht zwar vor und wir wissen auch, dass es ein Riesenumweg ist, wenn Sie nicht über das Hampton-Joch fahren können, vom Lechtal über den Fernpass. Also es wird nicht für uns künstlich hinausgezögert, sondern wir sind stark daran interessiert, so schnell wie möglich freizugeben. Imst, zu den Ärzten fahren, Schulstadt, und wir sind stark daran, dass man es immer so schnell wie möglich frei macht.